Bäckerei oder was? Ja, seid begrüßt, liebe Herren. Ein kleines Stückchen Stadtgeschichte von Lahnstein einweisen. Hochverehrtes Publikum, ich bitte um Silenzium. Wir geben euch zu wissen kund, wie es um König Wenzel stund. Als man ihn zu guter Letzt hier in Lahnstein abgesetzt. Leute, seid nicht sehr verwundert, wir schreiben heute 1400. Und wir erweisen Reverenz der allerhöchsten Prominenz. Ihr Besuch uns alle ehrt, weil er unseren Ruhm vermehrt. Kultur ist heute wieder in, Geschichte haben wir im Sinn. Die Turmgard, die ein jeder kennt, ist hierin auch sehr konsequent und präsentiert aus ihrer Sicht ein kleines Stückchen Stadtgeschichte. Die Ausstattung ist voller Pracht. Alles ist von Hand gemacht. Prunkvoll sind auch die Kostüme, passen auf die breite Bühne. Womit man nicht gerechnet hat, die Bahn fährt mitten durch die Stadt. Wenn deren Lärm uns hier erwischt, stoppen wir mit dem Gedicht. So ist dies künstlerisch Vergnügen, akustisch rein auch hinzubringen. Doch beim Text gibt's ein paar Nöte. Leider ist er nicht von Goethe. Zum Henker mit dem faulen Pack. Ein jeder Mann ist doch ein Sack. Herr Gott schlaff in jeder Kneipe rum. Den Buckel nur vom Saufen krumm. Wir Weiber aber sind verrückt und werden ständig unterdrückt. Immerzu wie dumme Affen sind wir Frauen nur am Schaffen. Und wenn des Nachts die Sterne glühen, dann sollen wir auch noch Lust versprühen. Was meckerst du schon wieder rum? Alter Besen, schau nicht dumm. Mach mir lieber einen Humpen Bier. Frisch gezapft und das von hier. Jetzt mach hier nicht die große Schau. Oder bist du jetzt schon blau? Du kriegst dein Bier sofort und klar. Zum halben Taler noch in Bar. Du solltest dich was schämen. So zu reden, dir wachsen Haare auf den Zähnen. Du jagst hier ja mit diesem Ton die Gäste aus dem Haus. Schimpf mich ruhig nen alten Besen, schon morgens früh steh ich am Tresen, muss mich bei Gott um alles scheren, die Kinder und mich selbst ernähren. Doch jeder Gast muss auch begreifen, einfach so die Frau zu kneifen, ist nicht erlaubt, auch wenn man prahlt, dass man die Zeche gleich bezahlt. Unser Bier ist extra klasse, fein gebraut, von bester Rasse. Doch eines sag ich ungeschliffen, kneifen ist nicht inbegriffen. Ich wollt doch nicht kritisieren, kein böses Wort zum Bier verlieren. Und greife auch nicht für den Fürstenbock, er wird denn einfach unter den Rock. Donnerwetter, welche Ehr! Euer Besuch, der freut uns sehr. Ein Ratsherr, der beim Volk beliebt und den es auch nicht zweimal gibt. Ein Mann bekannt in aller Rund, wir grüßen euch in dieser Stund. Doch sagt, kommt ihr als Gast zu einer wohlverdienten Rast oder ist es aus Neugier treiben, weil sie in Rehns Geschichte schreiben?
Es ist schon recht, was ihr gerade denkt, dass ich den Schritt hierher gelenk. Es hielt nicht mich in meinem Haus vor Wissbegier und Fragen aus, was wohl in jenem fernen Prag der König Wenzel treiben mag. Das hässliche Schmarotzertum, uns gereicht es alle nicht zum Ruhm. Doch, mein Freund, erlaubt sei mir die Frage, die ich zu stellen wage. Erfahr ich wohl aus eurem Munde, aus Renz, die allerneueste Kunde? Ich habe grad vor eurem Kommen von einem Mann das Mann vernommen, das man seit langer Zeit berät, wie wohl die Sache weitergeht. Doch ist der allerneueste Stand mir leider nicht bekannt. Weil die Entscheidung aber trennt und jeder Kurfürst darin denkt, gilt es, den sauberen Schritt zu wagen, ich erlaube mir zu sagen, grad weil der Eile sehr geboten, wird man mit schnellen Ruderbooten und zugleich in allen Ehren, Städten und in freien Bünden jeden Urteilsspruch verkünden, der uns von Wenzels Laus befreit, samt seiner trägen Schuldigkeit. Denn dieses unser Heimatland braucht einen Herrn mit fester Hand. Es ist schon recht, was ihr da sagt. Es ist, Gott sei's geplagt, kein Ruhmesblatt der Geschichte. Wie man's auch wende und belichte, die Nachwelt wird's in Satiren darob sich köstlich amüsieren. Doch, mein Freund, verratet mir, war unser Schultheiß gar schon hier? Wohin ich blick, ich sehe nicht. Gewisslich wär's doch seine Pflicht, mit allerhöchstem Ehrbieten ein Grußwort jedem Fürst zu bieten. Petrus Bonitatis, wie ihr wisst, unser Schultheiß hier in Lahnstein ist. Jeder Mann kann nur bekunden, dass er freundlich und auch volksverbunden. Er ist für wahr ein braver Mann, den man nur hoch verehren kann. Doch seht, da kommt mit forschem Gang der Schultheiß schon die Gasse lang, gefolgt von seinem Magistrat in allerbestem Festornat. Seid mir gegrüßt, ihr Bürgersleute. Wie habe ich mich doch gefreut, als ich von Ferne euch gesehen, hier in dieser Gasse stehen. An diesem Platz, an jeder Ecke, schlägt Lahnsteins Herz am rechten Fleck. Und jedes Häuschen, Seit an Seit, vermittelt uns Geborgenheit. Ihr habt ja die Worte eingesetzt. Doch hört man, was so mancher schwätzt, der durch diese Gassen trottet, den Altstadtkern verspottet. Dann fragt man sich, wo ist der Geist all jener, die man vornehm heißt? Ihr habt ja recht, was ihr da sagt und dümmliches Geschwätz beklagt. Leicht ist es ja zu kritisieren, viel schwerer sich zu engagieren.